Ich bin mal wieder in einem Hotelzimmer. Hallo und schön, dass ihr da seid. Ja, wie gesagt, ich bin wieder in einem Hotelzimmer. Und zwar bin ich aktuell im Cornelia Hotel in Bad Nauheim. Denn dieses Wochenende ist die Filmpremiere zu Irrtum der Film. Bei dem Film durfte ich, im November war es, glaube ich, Oktober oder November, Ende letzten Jahres, durfte ich bei dem Film als Komparse mitspielen und hatte dann auch noch eine Fernsprechrolle spontan bekommen, was sehr, sehr cool war. Und heute ist Premiere in Bad Nauheim und um 1 Uhr geht's los. Wir haben jetzt kurz nach 12. Ich bin gerade im Hotel gelandet, also ab 1 Uhr ist die Willkommensparty. Dann um 17 Uhr wird das Theater aufmachen, in dem wir den Film heute sehen dürfen. Und so ab 18 Uhr geht's dann mit dem Film los. Und nach dem Film haben wir dann nochmal eine geile Aftershow-Party. Und ich freue mich schon mega drauf, viele, viele Leute wieder zu treffen, die ich eben bei dem Dreh kennengelernt habe. Und ja, ich freue mich. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen. Ich werde mal gucken, was geht. Vom Film kann ich euch natürlich nichts zeigen, ganz klar. Aber ich packe euch alle wichtigen Links zum Film unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr den Film dann auch auf DVD bestellen zum Beispiel. Und ja, ich mache mich jetzt erstmal fertig, weil ich bin klatschnass geschwitzt. Draußen sind 18.000 Grad gefühlt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich geduscht habe. Bis gleich. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Theater. Ich musste noch einen kurzen Umweg machen, um eine neue Strumpfhose zu holen. Weil ich festgestellt habe, dass ich damals nicht meine Strumpfhose eingepackt habe, sondern nur die Strümpfe. Aber logischerweise halt den Halter nicht dabei hatte, weil ich dachte, ich hätte eine Strumpfhose eingepackt. Also war ich jetzt eben eine Strumpfhose holen. Weil im kurzen Rock, ohne alles drunter quasi, also nur mit Unterwäsche drunter, ist mir dann doch ein bisschen, nee, muss nicht. Ja, ihr kennt das ja von mir, ich lebe das Chaos. Macht mal nichts. Bisschen Spontanität, ne? Muss ja auch mal sein. Boah. Zu Irrtum. Ihr hört, ich bin ein bisschen aus der Puste. Ein bisschen was von der Aftershow-Party konnte ich euch hier Gott sei Dank zeigen. Wie gesagt, von der Filmpremiere logischerweise nicht, ganz klar. Aber den Film wird es auf DVD zu geben, wird es zu kaufen geben, so rum. Und dann könnt ihr ihn auf jeden Fall künftig erwerben. Wie gesagt, ich packe euch alle wichtigen Infos in die Beschreibung. Overall war das sehr, sehr schön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war super, super toll, die Kollegen wieder zu treffen. Gerade die, mit denen man sich halt auch beim Dreh ein bisschen länger unterhalten hat. Ich bin mega stolz auf mich, weil man mich in zwei oder in einer Szene zweimal sehr, sehr gut sieht. Das freut mich natürlich immer sehr. Und ja, ich lasse das Ganze jetzt erstmal sacken. Komme jetzt gut im Hotel an. Und dann hören wir uns bestimmt gleich nochmal. Ansonsten hören wir uns morgen. Ich glaube, wir hören uns morgen. Weil ich bin so außer Puste, ihr habt keine Vorstellung. Ich würde sagen, wir hören uns morgen. Habt auf jeden Fall eine gute Nacht. Und bis morgen. Guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, ich bin wieder zu Hause. Ich habe es eventuell vergessen, direkt danach nochmal ein Review-Video aufzunehmen, wie jetzt die Premiere war von Irrtum. Hab aber nach zwei Tagen dran gedacht. Deswegen. Ja, die Premiere an sich als Event war sehr schön.
Es war am Anfang ein bisschen chaotisch, weil keiner genau wusste, wo wir uns jetzt treffen. Es gibt irgendwie zwei Hoteleingänge. Keiner wusste jetzt, welcher Hoteleingang ist der, den wir als Premiere-Gäste benutzen sollen. Aber hat sich ja Gott sei Dank alles gefunden. Es war sehr, sehr schön, einige Kollegen wieder zu treffen. Es war sehr, sehr schön, sich mal mit Leuten, die man gar nicht gesehen hat, weil ich an deren Drehtag nicht da war, sich mit denen mal zu unterhalten. Das war wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Overall war es ein sehr schönes Event. Der Film selber, ich fand ihn teilweise ein bisschen, ich fand ihn irgendwie ein bisschen lang, overall. Muss aber sagen, dass ich beim Schnitt so meine Probleme habe, weil teilweise solche Sprünge drin sind, dass man, wenn man den Film nicht in seiner Gänze gesehen hat oder wenn man den Film nicht miterlebt hat bei der Entstehung, gar nicht weiß, warum diese Szene da jetzt ist, weil einfach Zwischensequenzen fehlen, die rausgeschnitten wurden. Das macht es, finde ich, ein bisschen schwierig, teilweise dem Film zu folgen, ehrlicherweise. Mit meiner Szene war ich sehr zufrieden oder bin ich sehr zufrieden. Man sieht mich genau zweimal. Nein, war wirklich ein schönes Erlebnis, muss man sagen. Damit bin ich sehr zufrieden. Und den Film könnt ihr vorbestellen. Das hat der liebe Frank erzählt. Man kann ihn vorbestellen für, ich glaube, 10 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Ich werde mir auf jeden Fall holen, ganz klar. Und der Abend danach, nach der Premiere, gab es ja noch Catering und ein bisschen was zu trinken und Liveband. Das war sehr, sehr cool. Also overall war die Filmpremiere mega, mega geil. Und das war jetzt meine zweite Filmpremiere. Ich war ja bei Safari schon mal mit eingeladen. Da war ich aber nur als Gast eingeladen, was auch sehr schön war. Und jetzt bei Irrtum das Ganze nochmal aus der Perspektive des Mitwirkenden zu sehen, war super, super cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, war mega spannend. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, gerne wieder. Ich hoffe, das war nicht meine letzte Filmpremiere. Ich hoffe, das war nicht mein letzter Filmdreh. Ich bin ja aktuell, wer mir auf Instagram folgt, kriegt das ja alles halbwegs mit. Ich bin aktuell dabei, wir suchen ein Haus. Da bin ich aktuell doch ein wenig eingespannt, was das ganze Private angeht. Und deswegen habe ich aktuell nicht so viel Zeit, mich um Schauspieler zu kümmern. Aber ich gucke immer, wenn was Passendes da ist, bewerbe ich mich immer drauf, gar keine Frage. Und ja, doch, ich freue mich auf noch ein paar Premieren, die dann noch hoffentlich kommen werden. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, auf eine Premiere zu gehen, auf eine Filmpremiere zu gehen, auch als Gast, tut es. Es ist absolut geil. Es macht mega, mega Fetz. Kann ich euch nur empfehlen. Ihr kriegt einfach nochmal andere Eindrücke, könnt mit den Leuten nochmal ganz anders sprechen. Ich kann es absolut empfehlen. Ja, das war mein kleiner Vlog von der Irrtum. Der Filmpremiere. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Frank, dass du das Projekt möglich gemacht hast. Es hat mich sehr gefreut, ein Teil davon zu sein. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.